Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem XXL Haul. Ein gemischter Haul von Rossmann, von DM, vom Action. Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Von überall her. Auf jeden Fall zeige ich euch, was ich die letzten Wochen so alles geshoppt habe. Ganz viel Spaß beim Video. Ja, dieses Video entsteht ein paar Tage früher. Ich habe es also ein paar Tage vor Ostern gedreht, auf jeden Fall. Denn ich war ja mit meiner Mama unterwegs. Das Video habt ihr schon gesehen. Das habe ich relativ zeitgleich hochgeladen. Deshalb, ja, nicht wundern. Ich habe ein paar Sachen für Ostern gekauft, geshoppt, wo jetzt Ostern ja quasi schon vorbei ist. Genau. Aber egal. Hauptsache, ich zeige euch jetzt alles, was ich gekauft habe. Und wir fangen mal an mit Rossmann. Ich habe ein paar richtig schöne Fensterbilder gekauft, die ich jetzt auch direkt aufkleben werde. Und zwar einmal hier solche Ostereier. Die fand ich richtig süß. Für Wohnzimmer und Küchenfenster. Und einmal auch hier solche bunten. Wir hatten nämlich überhaupt gar keine Ostersticker mehr. Deshalb habe ich jetzt mal neue geholt. Wie gesagt, vom Rossmann. Und die fand ich so niedlich. Hat gekostet 2,99 € ein so ein Bogen. Dann diese hier noch einmal. Ja, richtig schön bunt. Und die fand ich auch ganz toll. Ja, die können ja auch jetzt über den ganzen Frühling und Sommer hängen bleiben. Die finde ich richtig schön. Davon habe ich auch für jedes Fenster eins gekauft. Einmal diese hier. Und zuletzt noch dieses hier. Ja, richtig süß. Da freue ich mich jetzt schon drauf, die aufzukleben. Dann hatte ich beim Rossmann mitgenommen solche Ofenhandschuhe. Die fand ich richtig süß. Ich habe nämlich überhaupt gar keine mehr. Also meine, das sind so Plastikdinger, die sehen schon ganz schlimm aus. Ja, und dann dachte ich, ich gönne mir mal hier so ein paar Cupcakes. Die finde ich auf jeden Fall richtig süß. Die hatten sie hier im Angebot in der Ideenwelt. Dann machen wir erstmal weiter mit Rossmann. Ich habe mir nochmal ein paar neue Reinigungstücher mitgenommen. Die von Nivea 3-in-1 wieder. Eine neue Wimperntusche. Also die hatte ich schon mal. Die fand ich auch richtig gut. Von Essence Like a Boss oder Lash Like a Boss, genau. Die fand ich richtig gut. So, jetzt muss ich erstmal hier mich durchwurschteln, was ich euch alles zeigen möchte. Oh Gott. Okay, wo fangen wir an? Hiermit. Ich habe den Jungs einmal, nee, zweimal neue Bilou-Schäume mitgebracht, denn sie hatten wieder Lust auf Bilou. Einmal Sunny Vibes und einmal You Rock. Genau, die sind einmal für die Jungs mitgekommen. Dann ebenfalls von Rossmann werden wir morgen verwenden, wie gesagt, es ist ein paar Tage vor Ostern, denn ich wollte mit den Jungs ein paar Osterkekse backen und ich hatte überhaupt keine Osterausstecher und die hatten sie auch bei Rossmann, die fand ich so niedlich. Ja, deswegen habe ich mir die mitgenommen, 5 Stück, genau, 5-teiliges Set und Kekse kann man ja zu jeder Jahreszeit essen. Aber ich wollte sie jetzt nicht im Weihnachtsmotiv machen, deswegen habe ich mir einmal diese Osterausstecher mitgenommen. Dann ein paar neue Feuchttücher von Hip. Da habe ich schon eins rausgeholt. Ich habe es nämlich jetzt gerade schon gebraucht. Also, die sind wesentlich kleiner geworden. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Guckt doch mal, wie klein. Da ist ja fast nichts mehr drin. 4x48 Tücher. Also, ich bin mir eigentlich sicher, dass die fast 60 Tücher, 56 Tücher oder so drin waren. Und das Paket wesentlich größer war. Aber es wird alles kleiner. So, dann habe ich, ich glaube, das war vom, ja, DM, genau, steht sogar drauf. Einmal neues Shampoo mir mitgenommen von Langhaarmädchen. Für trockenes, strapaziertes Haar mit Moringaöl, Orangenblütenextrakt. Ja, das war's schon. Einmal dieses hier. Ich hatte schon mal Langhaarmädchen, aber nicht genau diese Sorte. Dann habe ich dieses Deo wieder mitgenommen. Hatte ich auch schon mal. Und fand es sehr, sehr gut. Ich habe auch dieses Lila, ne, das so nach Alien riechen soll. Das gefällt mir persönlich jetzt gar nicht. Das hier finde ich aber wiederum richtig gut. Aber es ist ja auch alles Geschmackssache. Müsst ihr selber mal dran schnuppern. Dann habe ich vor langer, langer Zeit im Action Hall, wenn ich einen Action Hall gemacht habe, wenn nicht, dann in den Shorts auf jeden Fall. Nee, ich habe einen Action Hall gemacht. Euch gezeigt, dass ich diese Vase hier mitgenommen habe und diese Marshmallows.
denn ich bin noch nicht dazu gekommen. Es waren die letzten Wochen wirklich einiges los hier bei uns, so dass ich es komplett vergessen habe. Werde ich jetzt aber mal machen, denn ich möchte die gerne in die Vase füllen und dann meine Blumen da reinmachen. Meine unechten. Habe ich bei einer mich angefixt. Das sah so cool aus. Ja, das möchte ich jetzt auf jeden Fall nachmachen. Dann habe ich von Balea einmal einen Duschschaum mitgenommen. Duftet nach fröhlichem Wasserspaß. Boah, das riecht so gut. Boah, da werden sich meine Jungs bzw. Maddie richtig freuen. Ja, der sieht auch richtig cool aus, oder? Genau. Dann habe ich bei Woolworth einiges an Bastelsachen mitgenommen. Wir haben schon viel gebastelt, aber das liegt hier noch. Das haben wir noch nicht benutzt. Das werde ich jetzt in den Osterferien mit den Jungs mal machen, beziehungsweise mit Maddie. Da kann man nämlich so kleine Monsterchen basteln. Hat gekostet 2 Euro. Dann, ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Haul schon gezeigt habe, habe ich ja beim Teddy diese... Warte, ich kann es euch am besten so zeigen. Diese Becher hier gekauft. Und die finde ich so süß, dass ich jetzt noch eins mir nachgekauft habe. Zum Verschenken allerdings. Das ist dann nicht für uns. Das werde ich, ja, ich sag nicht wem, weil der guckt meine Videos, der oder die. Das, ja, werde ich verschenken. Habe ich gesagt, Thermobecher sind das, ne? Habe ich das jetzt überhaupt gesagt? Ja, ich hoffe. Dann habe ich beim DM mir eine neue Haarkur mitgenommen von Garnier Fructis. Pro Keratin Hair Bomb. Boah, die riecht richtig gut. Ja, meine Haarkur, meine Spülung ist leer und deswegen habe ich mir diese mal mitgenommen. Dann kam eine neue Zahnpasta für die beiden Großen mit von Elmex Junior. Jetzt kommt hier gerade richtig schön die Sonne raus. Sehr schön. Dann habe ich mir vom Action alles durchgewürfelt hier, ne? Sorry, ich habe kein System. Ich greife das jetzt alles hier aus meiner Tüte raus. Ich hoffe, das ist okay. Dann habe ich mir beim Action hier so eine Handbandage mitgenommen. Denn ich habe ja immer mal wieder Probleme mit meinem Handgelenk. Also ich kriege ganz, ganz schnell mal so eine Sehnscheidenentzündung. Und ich habe so ein Handgelenk, aber was super eng ist. Das schneidet mir fast immer ein. Also ich verbinde mir die dann eher immer, aber das sah sehr, sehr gut aus und hat, glaube ich, 1,99 gekostet. Also wirklich nix. Genau. Dann habe ich mir nachgekauft Naturlockenspray. Das hatte ich, doch von meiner Mama im Kalender. Genau, jetzt war ich gerade überlegen. Aber das war so gut, ja, dass ich es mir jetzt wieder nachgekauft habe. Dann vom Action, ja, das weiß ich noch. Habe ich auch wieder nachgekauft, hatten wir auch schon mal. Ist so ein Bubble Bad, das riecht so gut und da ist ein Dino drauf. Melly feiert's. Dann gab es ein richtig süßes neues Duschgel bei DM. Also es gibt so viele neue Duschgele, aber die kann ich nicht alle kaufen. Ich zügel mich jetzt mittlerweile wirklich, nicht alle Limited Editions zu kaufen. Ich rieche jetzt immer dran und ich habe nämlich damals alles gekauft und habe immer gedacht, boah, die sehen so cool aus. Hatte sie dann hier zu Hause und denke so, oh, die riechen ja gar nicht gut. Deswegen schnuppere ich jetzt immer dran und das war ja eins, was mir sehr, sehr gut gefallen hat vom Duft her und vom Packaging. Ist das nicht süß? Sag doch mal bitte. Richtig niedlich, oder? Also die übertreffen sich immer selber. Düftet nach Frühlingsblüten. Oh. Riecht richtig gut. Oh mein Gott, ich kann es euch gar nicht beschreiben. Kennt ihr von Herbal Essences dieses Shampoo? Gab es ganz, ganz früher mal und gibt es jetzt ganz neu, ich glaube, 3 verschiedene Sorten jetzt wieder. So riecht das. Der ein oder andere, der das kennt, weiß, was ich meine. Dann habe ich beim Action ein paar neue Zahnbürsten mitgenommen. Denn wir haben unsere alle mal wieder ausgewechselt. Einmal hier von Colgate, so ein Viererset in verschiedenen Farben. Und nochmal... 2 so durchsichtige für die beiden Großen. Dann hat der Nimon eine neue Zahnpasta verlangt. Und zwar benutzen wir die hier ganz gerne. Von Pro Schmelz Sensodyne. Dann, ach ja, hier ist noch ein drittes Bilou. Siehst du, das habe ich ganz vergessen. Das ist auch neu. Das habe ich den Jungs auch mal mitgebracht. Beziehungsweise eigentlich duschen wir alle damit. Aber die Jungs lieben das ja. Was ist denn das? L.E.?
Weiß ich gar nicht, nach was das jetzt riecht. Süß, wie alle. Süß, ich kann es nicht beschreiben. Riecht auf jeden Fall gut. So, dann habe ich tatsächlich das letzte Teilchen und dann haben wir es schon geschafft. War das viel oder war das wenig? Ich glaube, so viel war es gar nicht, ne? Ich habe aber auch schon vieles wieder verwendet, weil es ja wirklich schon einige Tage hier steht. Und dann habe ich schon das ein oder andere wieder benutzt und rausgenommen. Aber den größten Teil habe ich euch gezeigt. Hier habe ich jetzt noch vom Action ein paar Kaugummis mitgenommen, weil ich habe immer gerne welche in meiner Handtasche. Hatte ich gar keine mehr. Diese haben wir ja noch nie probiert. Fresh Mint, ich bin mal gespannt. Ja, und das war's. Ich werde jetzt mal die Fensterbilder aufkleben und morgen früh Kekse backen. Vielleicht nehme ich euch da ja auch mit. Genau, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann, bleibt gesund. Tschüss.